Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und alle Mamas und Papas unter uns kennen das natürlich. Das Kind ist plötzlich krank und man muss unbedingt zur Arbeit. Es führt keinen Weg dran vorbei. Aber wohin mit den kranken Kindern, wenn sich partout keine andere Betreuung findet? Naja, das dachte sich auch sehr nachvollziehbar eine Dame, die in der Altenpflege tätig war und sich auch noch in der Probezeit befand. Okay, was mache ich jetzt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und sie hat einfach ihre beiden kranken Kinder mit zur Arbeit genommen. Und das fand der Träger, der Pflegedienstleister als Arbeitgeber, gar nicht witzig und hat gesagt, so nicht. Hier ist deine fristlose Kündigung, denn du kannst nicht einfach entgegen des dich gesetzten Vertrauens die Kinder mitnehmen. Und was wäre, wenn sich die Herrschaften angesteckt hätten und überhaupt das Vertrauensverhältnis sei ja dadurch jetzt total zerrüttet. Nun hat ein Arbeitsgericht in einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung das allerdings für noch nicht ganz so dramatisch erachtet und hat gesagt, nein, für eine fristlose Kündigung würde man keinen Anlass sehen. Das hätte hier auch mit einer Abmahnung geahndet werden können und insofern darf sich die Dame zwar über den kleinen Sieg vor dem Arbeitsgericht im Hinblick auf die fristlose Kündigung durchaus freuen, aber es war in der Probezeit und gegen die Probezeitkündigung, da war sie letztendlich dann doch machtlos. Was bedeutet das für den Kita-Alltag? Wer seine Kinder mitnimmt, zumindest beim allerersten Mal und sich tatsächlich in einer solchen Notlage befindet, der wird wahrscheinlich nicht mit einer fristlosen Kündigung unbedingt zu rechnen haben, aber eine Abmahnung wird man sich verdienen, es sei denn, dass der Träger hier durchaus auch einmal sich sehr kulant zeigt. Insofern hoffen wir einfach, dass der Nachwuchs nicht allzu häufig krank wird und es dann auch eine andere Möglichkeit der Betreuung gibt. In dem Sinne, morgen geht's weiter.